Hallo Leute, es geht weiter mit Alice Madness Returns. Im Tal der Verdammung sind wir zuletzt angekommen. Und es ist ja so, wenn Alice Angst hat davor, dass etwas zerfällt in ihrer Welt, wenn Alice Angst hat oder wenn sie gelähmt ist oder sich nicht traut oder sich wahrscheinlich nur vorstellt, dass irgendetwas Schlechtes passiert oder ihre Welt auseinanderbricht, dass sie versagt, dann versagt sie natürlich auch im Wunderland. Wir werden das versuchen zu verhindern und Alice zeigen, dass sie ihre Welt retten kann und machen uns auf den Weg durch das Tal der Verdammung. Solange es nur zwei solche kleinen sind, kein Problem. Damit kann ich leben. Wo geht's hin? Da geht's hin. Klar geht's dahin. Wenn es eine Flasche zu holen gibt, immer her damit. Ich muss aufpassen. Ich habe keine Ahnung, wohin. Das schaffe ich doch nicht rüber da, oder? Komme ich da rüber? Nee. Den Sprung habe ich nicht geschafft. Gibt's einen anderen Weg? Wenn ich einfach hier rüber gehe und dann wieder da unten hin? Nee, da komme ich doch her. Den Dödel kann ich da hinten ja auch schon mal so fertig machen, ne? Hier, auf die Zahndinger. Deswegen war ich irritiert. Und knall trotzdem runter. Immerhin kenne ich jetzt den Weg. Weil er sich verschiebt. Huch! Dieser schwadige Sips scheint nur so schwach und substanzlos wie dein Vertrauen in ihn. Er wird dich tragen. Vertrau mir. Ja, die Raupe versucht Alice ein bisschen zuzureden. Aber Alice hat ein bisschen Schiss. Ja, wir kriegen sie schon durch das Tal durch. Das kriegen wir schon gebacken. Komm mal runter. Damit ich rauf kann. Den einen Zahn holen wir uns aber noch, oder? Ja, den einen Zahn, den können wir uns noch abstauben. Sehe ich da hinten auch schon wieder Dinge? Ja, da hinten sehe ich auch schon wieder Dinge. Aber erstmal holen wir uns noch die Flasche, genau. Wieder irgendwas hier? Nö. Kam mir nur so vor. Ach, da unten. Warum stirbt der nicht? Ein bisschen unheimlich, wie er da gerade näher kam, von da unten. Da hinten geht es hoffentlich lang. Dann gehe ich jetzt hier einfach mal runter und besiege den Knilch. Okay. Ich will nichts übersehen haben. Ich glaube aber nicht. Na, kolossaler Verfall oder was kommt mir hier entgegen?
Kann ich die kaputt machen? Stehe ich nur falsch? Nee, ich kann sie nicht kaputt machen. Was ist hier um die Ecke? Wie komme ich da ran? Hier. Okay. Obwohl die so aussehen, als könnte man die Kännchen kaputt machen. Kann man aber nicht. Dann nicht. Was ist denn hier? Oh, ich weiß, was das ist. Haha, ich weiß, was das ist. Eine neue Waffe nämlich, eine T-Kanone, noch nie dagewesen, aus der verrückten Hutmacher-Manufaktur, soeben erhalten. Automatische Dampfblasdecke, brandneu, schießt verheerende T-Granaten, Druckmesser im Ziffernblattdesign, spontan T-Partys schmeißen, ein Volltreffer. Die T-Kanone ist ein höchst probates Mittel bei Feindesgruppen. Je länger ein Schuss aufgeladen wird, desto größer ist der Radius des Einschlags. Die T-Kanone kann schwache Strukturen aus der Ferne zerstören. Du kannst mit Mausrad aufwärts, Mausrad abwärts zwischen Pfeffermühle und T-Kanone wechseln. So, jetzt frag mich nicht, wie das geht. Weil ich spiele immer nicht damit. Ich spiele mit was anderem. Lasst mich mal probieren. Und lasst mich bitte in der Zeit in Ruhe. So, ich kann doch jetzt wechseln. Wie mache ich das? Ich kann es mir gerade nicht erlauben, hier 1000 Gegner zu haben. Nee. Ich besieg die mal und dann machen wir das mal anders. Och nö. Nö. Kanone! Einmal bitte in die Konfiguration. Ich muss mal eben in die Steuerung, um zu wissen, was ich hier denn machen soll. Bewegen, Warp halten, springen, Uhr weg, Fernwaffe wechseln. Ach so, dann einfach mit dem Steuerkreuz oder was? Das könnte natürlich sein. Ja, ich möchte doch gar nicht. Ja, alles gut. Lass mich mal hier zurück ins Spiel. Ah, jetzt habe ich sie. Okay. Ich sterbe gleich. Boing. Okay. Tekan. Angriff. Nein, ich werde gefressen. Nein. Aua. Mit der Teekanne kann ich den Schirm ja auch nehmen. Komm. Nein. Und? Ich glaube, er ist kaputt. Oh Gott. Nein. Hilfe. Furchtbares Vieh. Mach schon. Oh nee. Komm, Alice, mach zu, dass du da wegkommst. Furchtbares Vieh. Ich
Nein, 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 nein. Weg da. Oh Gott. Macht der eigentlich auch was, die doofe Teekanne? Oh. War klar. Mach zu. Stirb. Machen wir es so. Ey, das gibt's doch nicht. Ich will nicht mehr. Endlich. Bitte sei endlich tot. Boah, ey. Vergiss nicht deine Zähne im Waffenmenü und so. Ja, ja. Ich hab mein Leben erstmal mir hier retten müssen. Es gibt Wichtigeres als die Zähne auch in manchen Augenblicken. Wenigstens dürfen wir uns heilen. Klar sind hier auch gleich die nächsten Gegner. Aber dieser kolossale Verfall, der ist echt... Boah, wenn der mit seinem Feuerkram anfängt, dann mein lieber Schwan. Ich glaube, da geht's weiter, aber ich hatte doch hier irgendwo nebenan... Genau da würde ich eigentlich gerne rüber. Da komme ich aber nicht hin. Ach nee, da komme ich her. Ich bin eine Runde gelaufen. Ich hatte doch aber irgendwo... Oder habe ich mich da geirrt? Ich dachte, ich hätte irgendwo noch was, Teekanne. Soll ich die da anwenden? Oder ist damit gemeint, dass ich gerade da, damit gekämpft habe? Kann die halt natürlich auch nicht die ganze Zeit benutzen. Kann ich da jetzt durch? Oder ist da jetzt einfach nur Tee rangeklatscht? Ich glaube, da ist nur Tee rangeklatscht. Na gut, dann nicht. Also ich finde, die Teekanne ist so lala, mag vielleicht irgendwelche Strukturen zerstören können, aber mit der Pfeffermühle, finde ich, da habe ich jetzt am Ende besser draufhauen können. So, gucken wir nochmal, was da in den Ecken ist. Ist schon nicht schön hier im Tal der Verdammung, muss man ja mal ihrer düsteren Fantasie lassen. Hier sind Zähne. Hier waren doch gar keine. Oder hatte ich jetzt automatisch welche eingesammelt, ohne das mal wieder zu merken? Was noch? Ich glaube, da soll ich auch hin. Und oder soll ich da hin oder was jetzt? Hier habe ich schon gekämpft, ne? Ich habe das über mir gar nicht betrachtet irgendwie. Finde ich total irre gemacht. Muss man ja an der Stelle nochmal wieder sagen. Guckt euch mal hier das Design an und was hier abgeht. Ich meine, das ist der Hammer mit den Teekannen. Von hinten, als der Part begonnen hat, habe ich gedacht, so, da könnte man drauf da so langlaufen und Sachen einsammeln. Finde ich, wäre auch cool gewesen. Aber nein, mein Gott, man kann nicht alles haben. Ja, schlau. So. Kann ich denn mit der Teekanne,
Nee, immer noch nicht, nee. Die kaputt machen? Nö. Also es gibt welche, die kann man angreifen und es gibt welche, die kann man anscheinend nicht angreifen. Und mit der hat es auch nicht geklappt. Alles klar. Dann werde ich auch nochmal gleich ins Waffen-Upgrade-Menü gehen. Hier noch was zum kaputt machen. Ich will immer auch, ja... Da ist doch aber eine Erinnerung. Kriege ich die durchgedingst? Ich würde ganz gerne da aber rankommen können. Wie komme ich denn hier an die Erinnerung ran? Das ist ja doof. Mach das mal kaputt, das Ding hier. Wie blöd. Wie komme ich da ran? Verdammt. Hier mit ihm, wenn ich ihn besiege. Oder hier. Ich bin erschüttert. Sieh nur, was aus meinem schönen Tal geworden ist. Ja. Alle Dinge ändern sich mit der Zeit. Oft nicht zum Besseren. Ach so, jetzt. Jetzt, wo ich die benutzt habe, komme ich daran. Ach so. Okay. Katastrophen können alle Familien treffen, Miss Little. Der Schaden der einen kann natürlich der Vorteil einer anderen Familie sein. Und dasselbe gilt für ein überlebendes Familienmitglied, wenn du verstehst, was ich meine. Jetzt kann ich die Dinge alle auch kaputt machen. Also immer erst, wenn ich die Wasserpfeife benutzt habe. Ist ja interessant. War mir jetzt auch nicht so bewusst irgendwie. Ich werde jetzt aber nicht nochmal zurücklaufen und überall gucken, weil ich glaube, das ist auch schon okay so. Ups. Ja, so, jetzt komm mal runter. Oh ne, nicht schon wieder. Oh, dafür ist sie aber stark. Oh, dafür ist die Teekanne aber stark. Muss ich sagen, nicht schlecht. So, die habe ich schon mal beide jetzt erledigt. Einfach mal aus Wut heraus mit dem Messer, ausnahmsweise. Hier ist aber immer noch ganz schön Action am Start. Gucken wir mal weiter. Was hier so los ist. Tja, was wollt ihr von mir? Wie komme ich da oben hin? Hier komme ich nicht weiter. Ich muss irgendwas machen. Bin ich falsch gelaufen? Ach so, da soll ich lang. Also, das waren die Leute, die ich besiegen sollte. Ja, kommt her, ihr schleimigen, ekligen Viecher. Wie, jetzt immer noch nicht alles?
gut. Ich dachte jetzt schon, es kommen noch mehr Gegner mal wieder. So, wie sieht's aus im Waffenmenü? Das wollte ich ja noch machen, bevor der Part jetzt gleich endet. Warp-Heiklinge, Pfeffermühle, Steckenpferd oder T-Kanone können wir upgraden. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal die T-Kanone, die ja, muss ich jetzt doch zugeben, ganz schön stark ist. Sah halt beim ersten kolossalen Verfall gar nicht so aus. Und was steht hier? Kapitel 3. Alice, ich kann dir nicht geben, was ich nicht habe. Radcliffe hat den Untersuchungsbericht geschrieben. Ich bring dich zu ihm. Er hat auch dein verfluchtes Kaninchen. Erinnere dich dran. Nanny. Genau, deswegen waren wir bei Radcliffe. Uns fehlt aber auch immer noch eine Rosenhälfte, wie ich gerade sehe. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part an dieser Stelle und sehen uns beim nächsten Mal weiter. Bis dann!